Willkommen zurück, meine lieben Freunde, hier bei Final Fantasy 14 Online. Und ein Abo und ein Daumen nach oben sind natürlich wie immer umsonst und würde mich sehr freuen, sollte ihr euch dazu entscheiden solltet. Und auf Gach, Ishgard. Der Ishgarder Militärattaché sucht jemanden mit unerschrockenem Herzen. Oh, großer Held, ich habe gehofft, dass ihr vorbeikommen würdet. Auch in unserem schönen Ishgard kam es zu jenen entsetzlichen Begebenheiten, bei denen sich Leute in überaus garstige Wesen verwandeln. Begonnen hat es mit dem plötzlichen Auftauchen einer Blasphemität, eine furchterregende Kreatur, die einem Drachen ähnelt. Man mag sich gar nicht vorstellen, wie erschüttert diejenigen gewesen waren, die das grausige Geschehen mit ansehen mussten und wie sehr die Bürger nun in ständiger Furcht leben. Selbstverständlich muss schnellstmöglich gehandelt und die Gefahr gebannt werden. Allerdings steht zu befürchten, dass jene, die aufbrechen, um der Kreatur den Garaus zu machen, bei deren Anblick selbst der Furcht und Verzweiflung anheimfallen und sich ebenfalls in Bestien verwandeln. Unerschrocken, unerschütterlich, unerbitterlich. Das sind die Tugenden, auf die es bei dieser Aufgabe ankommt. Im besten Falle gepaart mit exzellenten magischen Fähigkeiten. Diesbezüglich herrscht unter den Rittern Ishgards leider akuter Fachkräftemangel. Nun, ich will nicht lange drum herumschwätzen. Ihr entspricht den Erforderungen außerordentlichen Manier. Wärt ihr so gütig, uns bei dieser Aufgabe beizustehen? Für so ein hehres Ziel. Macht ja sonst wieder keiner. Ich danke euch. Ich werde die frohe Kunde sofort nach Ishgard weiterleiten. Graf Atorel wird in der Nähe des Eteritenplatzes auf euch warten. Möge das Schlachtenglück euch hold sein. Es gibt nicht was Emmerich. Es gibt nicht was Emmerich-Time, sondern... Oh nein. Schrecklich. Potato, ich habe dich schon sehnlichst erwartet. Was für eine Freude, dich hier zu sehen. Oh, Emmerich! Sie haben mich verarscht! Atorel und meine Wenigkeit haben die Aufgabe übernommen, gegen die Blasphemität hier in Ishgard vorzugehen. Wenn du nun ebenfalls dazu stößt, sind wir für diese Aufgabe bestens aufgestellt. Lass mich dir gleich erklären, was wir bisher über die Blasphemität Ishgards wissen. Die Verwandlung trug sich in der Nähe des großen Aspis zu, einige Tage nach den Endzeitphänomenen Razzatan. Eine Irrsehen lief so stark torkelt über den Platz, dass er sich kaum mehr auf den Beinen halten konnte. Plötzlich brach er schmerzerfüllt zusammen und vollzog eine Verwandlung, bei der er eine drachenähnliche Gestalt annahm. Infolgedessen haben sich bei diesem grauenvollen Anblick gleich mehrere umstehende Bestien verwandelt. Tempelritter eilten zum Ort des Geschehens und konnten die Kreatur ausschalten. Die erste Verwandlung allerdings, jede drachenähnliche Bestie, welche zur Blasphemität Ishgards wurde, breitete ihre Flügel aus, stieg empor und flog davon. Wir haben diese Blasphemität nach dem legendären Ishgarder Drachen Fafnir benannt und stellen nun einen Trupp zusammen, der ihre den Garaus machen soll. Allerdings bleibt die Lage heikel. Die Blasphemität Fafnir taucht häufig am Himmel über der Stadt auf, zieht dort ihre Kreise und fliegt dann wieder davon. Jedes Mal verwandeln sich dabei, wie auf Zuruf, mehrere Leute in Bestien. Furcht und Chaos breiten sich immer mehr in der Stadt aus. Wir wissen immer noch nicht, wer derjenige war, der sich in Fafnir verwandelt hat. Von den Augenzeugen kannte niemand seinen Namen und auch die Nachforschungen der Tempelritter blieben ergebnislos. Nur eine Sache lässt sich feststellen, die Verwandlungen in Bestien betrafen bislang ausschließlich fromme Gläubige der orthodoxen Kirche Ishgards, wie Priester oder Inquisitoren. Den Berichten aus Razzatan zufolge wird die Verwandlung durch negative Gefühle wie Furcht und Verzweiflung ausgelöst. Wie du weißt, wurde die Lehre der Ishgarder orthodoxen Kirche von Grund auf umgestürzt. Da liegt es nahe, dass diejenigen, die die Grundlage ihres Glaubens verloren haben, besonders anfällig für Verzweiflung sind. Gerade deswegen dürfen wir diesen Verwandlungen nicht tatenlos zusehen. So kurz nach dem tausendjährigen Krieg lassen wir nicht zu, dass sich neues Leid hier ausbreitet. Unser erster Schritt muss sein, ein genaueres Verständnis der Situation zu bekommen. Dafür wollen wir jemanden der Kirche ausführlich befragen. Es handelt sich dabei um den einzigen Priester, der zwar bei der Entstehung der Blasphemität vor Ort war, aber sich nicht in eine Bestie verwandelt hat. Ein Diakon namens Clem. Er wartet bereits auf uns in der St. Remanor Kathedrale. Es wäre uns sehr recht, wenn auch du bei der Befragung anwesend bist.
Wie sie mich aber erstmal verarscht haben mit Arturell. Von wegen, wie kein Emmerich. Dann ha, doch, Emmerich ist doch dabei. Ich bin Emmerich und ich bin auch dabei. Ah. La, la, Großmeister Emmerich, Graf Arturell, und ihr, Held Eoseas, euer Besuch ehrt mich. Mein Name lautet Clem, ich diene als Diakon hier in der St. Remanon-Kirche-Kathedrale. Dieses Wort. Seid gegrüßt. Wir haben ein paar Fragen zum Vorfall in der großen Aspis an euch. Ihr seid der Einzige, der vor Ort war und unbeschadet davongekommen ist. Wir müssen unbedingt verhindern, dass sich die Zahl der Opfer der Endzeitbestie weiter erhöht. Dafür sind wir auf jede noch so kleine Information angewiesen. Ich verstehe, dass das sicher sehr unangenehme Erinnerungen sind. Dennoch müssen wir euch bitten, uns noch einmal die Situation in allen Einzelheiten zu beschreiben. Vielleicht finden sich ja Hinweise, wie die Verwandlungen in Bestien aufgehalten werden können. Natürlich. Die nun vollzogene Trennung von Kirche und Staat hat uns dazu veranlasst, einen Teil der heiligen Schriften in die St. Remanon-Kathedrale zu bringen. Unterwegs taumelte uns ein junger Mann entgegen. Er blieb stehen und plötzlich änderte sich seine Gestalt in ein drachenähnliches Wesen, als wäre ein Heretiker. Bedrohlich richtete die Kreatur ihren kalten Blick auf uns. Furcht fuhr uns in die Glieder und panisch schreiend wandten wir uns zur Flucht. Aber ach, vor meinen Augen verwandelten sich meine Gefährten in Bestien. Diakon Clem, welch Glück, dass ihr unversehrt bleibt. Es muss fürchterlich mit anzusehen gewesen sein, als sich eure Glaubensbrüder in reißende Bestien verwandelten. Prälat Vatinoir. Verzeiht, dass ich eure Unterhaltung unterbreche, doch als ich hörte, es kämen Herrschaften, die sich des schrecklichen Phänomens der Bestienverwandlung annehmen, wollte auch ich meinen Dank ausdrücken. Ich bin euch zutiefst verbunden für eure Bemühungen in dieser tragischen Angelegenheit. Ich bete inbrünstig dafür, dass es nicht zu weiteren Opfern unter unseren Glaubensbrüdern kommt und die Umstände schnell aufgeklärt werden können. Selbstverständlich tun wir alles, was in unserer Macht steht, um euch dabei zu unterstützen. Das wissen wir sehr zu schätzen, Prälat Vatinoir. Das eben war Prälat Vatinoir. Ihm obliegt die Leitung der St. Remanon-Kathedrale. Zudem sitzt er in der Synode, die normalerweise den Papst berät. Da der Stuhl des Papstes momentan unbesetzt ist, ist er de facto der höchste Würdenträger der Ischgarder orthodoxen Kirche. So ist es, doch trotz seiner hohen Stellung bleibt er stets freundlich und bescheiden. Diese noch nie dagewesene Bedrohung betrifft uns alle. Auch ich will mich bemühen, eine Stütze für verunsicherte Gläubige zu werden. Ich hätte diesbezüglich noch eine persönliche Bitte an euch. Wäret ihr so gütig, sie euch anzuhören? Sicher, sagt, was euch auf dem Herzen liegt. Ich danke euch. Es ist so, einige Geistliche haben aus Furcht vor einer Verwandlung die Stadt verlassen. Da wir nicht wissen, was genau die Verwandlung auslöst, halte ich das für keine weise Entscheidung. Ohne Kampferfahrung traue ich mich allerdings nicht, sie auf eigene Faust suchen zu gehen. Immerhin wimmelt es außerhalb der Stadt an gefährlichen Kreaturen, nicht wahr? Meine Bitte an euch lautet daher, die Glaubensbrüder zu finden und sie zur Rückkehr in die Stadt zu bewegen. Verstehe, da sollten wir in der Tat etwas unternehmen. Wir werden euch helfen. Wisst ihr, wo sie sich befinden? Nun, sie sind in Richtung westliches Hochland aufgebrochen. Vermutlich wollen sie sich dort auf verlassenen Gehöften wie den Gorgakener Höfen oder der Tannenhöhe niederlassen. Dann sollten wir uns aufteilen, um nach ihnen zu suchen. Arturell und ich werden die Ruinen der Tannenhöhe übernehmen. Potato, du und Diakon Clem, schaut euch auf den Gorgakener Höfen um. Gorgakener ist so ein schreckliches Wort. Aber das machen die ja scheinbar offensichtlich mit Absicht, weil die haben die Namen nie verbessert. Also die sind immer so schrecklich. Das ist also pure Absicht.
Bis gleich, Mithril. Guten Appetit dir. Hier unten sind sie nicht. Du bist doch... Habt ihr sie gefunden? Wie es scheint, sind alle unversehrt. Bitte entschuldigt, dass ich euch in dieser Manier bedränge. Allerdings kann uns Gläubige jetzt jederzeit das Unheil in Form jener bösartigen Bestie heimsuchen. Auch der Prälat ist sehr um die Sicherheit aller Angehörigen der orthodoxen Kirche besorgt. Darum bitte ich euch, um eure eigene Sicherheit willen, kehrt mit mir zur Stadt zurück. Wir sind geflohen, gerade weil wir uns in der Stadt nicht mehr sicher fühlen. Und die Schuld dafür trägt ihr, Großmeister Emmerich. Nur euretwegen sind wir Priester in Verruf geraten und werden von den Bürgern hinter unserem Rücken verspottet. Wie kann es sein, dass sich nur Geistliche in Bestien verwandeln? Dahinter stecken noch Leute, die der Kirche nicht wohlgesinnt sind. Und da sollen wir zurück in die Stadt? Niemals! Was passiert mit ihm? Mir reicht's. Was habe ich denn Böses getan? Was? Was? Potato, verfolge und schalte die Bestie aus, bevor noch jemand zu Schaden kommt. Wir versuchen, die anderen hier zu beruhigen, damit sie sich nicht auch in Bestien verwandeln. Ich zähle auf dich. Ich hätte nämlich gar nicht mal den Rotmagier. Muss ich gerade mal festhalten. Kann es sein, dass... Naja. Hier ist irgendwas, hat sich hier verändert, glaube ich. Kann das? Haben sich irgendwie meine Leisten verändert seit dem letzten Mal? Irgendwas ist da anders.
Potato ist er. Friede seiner Seele. Tut mir leid, dass ich dich mit solch einer grausamen Aufgabe trauen musste. Leider blieb keine andere Möglichkeit, damit niemand sonst zu Schaden kommt. Die anderen haben sich durch Diakon Clems Worte davon überzeugen lassen, wieder in die Stadt zurückzukehren. Geleiten wir sie dorthin. Sobald wir in der Stadt sind, sollt ihr beratschlagen, wie es nun weitergehen soll. Der Strategieraum in der Kongregation der Tempelritter steht uns für die Planung der Maßnahmen gegen die Blasphemität zur Verfügung. Wenn du die Wache darauf ansprichst, wird sie dich durchlassen. Das ist noch normal, das habe ich genauso wie vorher. Das ist eine Kombo hier. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich mit Steuerung 1 und Steuerung 2 gespielt habe. Das ist ein Gegner in der Nähe, okay. Ah. Keine Ahnung. Die Geistlichen wurden vorerst in den Sankt Raymond-Kathedrale untergebracht, damit sie zur Ruhe kommen. Gut, auch wenn ich einige Bedenken habe, die Leute zurück in die Obhut der Kirche zu geben, bei denen die Möglichkeit besteht, dass sie sich in Bestien verwandeln, aber es ist ebenso nicht von der Hand zu weisen, dass gerade die Abkehr von der Kirche ein Auslöser für eine Verwandlung sein kann. Dieser Inquisitor wünschte sich ja geradewegs die alte Zeit zurück. Eine Zeit, in der die Geschichte durch die hochrangigen Kleriker vertuscht wurde und Papst Tordan der Siebte mittels der Kraft der Primae ewigen Frieden erzwingen wollte. Die Enthüllung dieser Machenschaften hat die orthodoxe Kirche ins Chaos gestürzt. Es sollte uns nicht verwundern, dass viele unbescholtene Geistliche sich zu Unrecht angeklagt fühlen. Zwar wurde durch den Übergang zur Herrschaft des Volkes die Trennung von der politischen Macht vollzogen, doch was die Reform innerhalb der Kirche selbst angeht, folgen auf einen Schritt vorwärts meist zwei Schritte zurück. Viele klammern sich noch immer an die orthodoxe Lehre, die ihrer Seele Halt und Stütze bot, doch der Schmerz darüber, von der Kirche betrogen worden zu sein, und die Abwesenheit eines Papstes führen dazu, dass viele nicht mehr wissen, woran sie noch glauben können. Sehr hoch. Frag mal, Vio, bist du da? Wie hoch ist die Spoiler-Chance bei Jobquests? Bei Rollenquests? Pardon. Endwalker-Rollenquests. Am deutlichsten tritt das natürlich bei denjenigen zutage, die im Dienste der Kirche stehen. Gerade ihre Frömmigkeit ist es, die Zweifel und Unsicherheit ins Unermessliche steigen lässt, bis hin zur Verzweiflung. Ich meine, es gibt halt einen großen fetten Spoiler, weil die ganzen Jobquests ja nur damit zu tun haben. Und darum zu tun haben. Rollenquests. In der Tat, so gesehen ist wenig verwunderlich, dass sich die Verwandlungen in Bestien auf die Bediensteten der Kirche konzentrieren. Allerdings sind das im Moment nichts weiter als Vermutungen. Umfangreiche Untersuchungen werden vonnöten sein, wenn wir wirksame Gegenmaßnahmen ausarbeiten wollen. Mit dem Ende des Krieges sind wir auch in ein neues Zeitalter eingetreten. Es stellt sich die Frage, welchen Weg Ishgard von nun an einschlägt. Potato, wir werden die Wahrheit, die uns dank dir endlich erreicht hat, und die jetzige Stadt nicht wieder aus den Händen geben. Sobald sich die Gemüter der zurückgekehrten Geistlichen etwas beruhigt haben, sollte Diakon Clem sich näher über den Inquisitor befragen, der sich in eine Bestie verwandelt hat. Gut, ich werde derweil die Tempelritter über den Stand der Dinge unterrichten. Potato, schon bald werden wir erneut deine Hilfe gebrauchen können. Wenn es soweit ist, treffen wir uns wieder hier. Also ich schon spoilerisch. Spoilery. Allein der Grund, warum wir hier sind, ist ja schon ein Spoiler. Atorell wartet im Strategieraum auf Diakon Clems Bericht. Potato, gut, dass du da bist. Es gibt Neuigkeiten. Diakon Clem hat mit den Geistlichen, die wir zurückgeholt haben, gesprochen. Er sollte in Kürze hier eintreffen und es davon erzählen können. Emmerich weiß Bescheid und ist ebenfalls auf dem Weg hierher. Hören wir uns an, was Diakon Clem zu berichten weiß. Naja, er ist bei Stormblood. Anfang Stormblood, also...
Danke für eure Bemühungen in dieser Angelegenheit, Diakon Clem. Wir sind gespannt, was bei euren Gesprächen mit den Geistlichen herausgekommen ist. Dankt mir nicht, ich tue nur meine Pflicht. Ich freue mich, wenn ich Auskunft geben kann. Soweit ich das mitbekommen habe, waren die geretteten Bedienstete der Kirche und kannten den Inquisitor, der sich verwandelt hat, persönlich. Und sie wollten in ein abgelegenes Gebiet übersiedeln, weil die Vorwürfe aus der Bevölkerung sie seelisch schwer belasteten. Habe ich das richtig verstanden? So ist es. Viele der Gläubigen in Ishgard haben äußerst emotional auf die Enthüllung reagiert. Die Vorwürfe, die den Geistlichen entgegenschlagen, enthalten häufig eine große Wut. Es ist ein Faktum, dass die Kirche die Tradierung ihrer Geschichte gefälscht hat, doch die Geistlichen, die nichts davon wussten, wurden dadurch in gleicher Weise getäuscht, aber davon will niemand etwas wissen. Das stimmt wohl. Leider ist es so, dass viele einen Sündenbock brauchen, an dem sie ihren Ärger und ihre Frustration auslassen können. Lasst mich noch etwas anderes fragen. Wie steht es um den allgemeinen seelischen Zustand der Geistlichen seit dem Ende des Drachenkriegs? Nicht gut. Selbstverständlich war es auch unser innigster Wunsch gewesen, dass der Krieg ein Ende findet. Doch obgleich dieser Wunsch in Erfüllung ging, gibt es unter uns Geistlichen niemanden, der mit der gegenwärtigen Lage glücklich ist. Wir hatten uns mit ganzer Seele der Kirche verschrieben. Sie machte uns zu dem, was wir sind. Erfahren zu müssen, dass wir getäuscht worden waren, war für jeden von uns sehr schmerzhaft. Wir waren niedergeschlagen, beschämt ob unserer Machtlosigkeit und Unwissens. Des Leitfadens unseres Denkens und Tuns beraubt worden zu sein, lastet schwer auf der Seele. Seitdem irren wir in völliger Dunkelheit umher. So fühlt es sich an. Dennoch, ich glaube fest daran, dass die Kirche einen neuen Weg einschlagen und dem Volk wieder Hoffnung geben wird. Danke für eure offenen Worte. Nun sehe ich klarer. Diakon Clem, es gibt da etwas, das ihr wissen solltet. Der Grund, warum es überall in Eosea zur Verwandlung in Bestien kommt, sind Furcht und Verzweiflung in den Herzen der Leute. Jede Verunsicherung, die ihr Geistlichen in euch tragt, hat sich bis zur Verzweiflung gesteigert und die Verwandlungen ausgelöst. Diese Vermutung drängt sich förmlich auf. Zwar seid auch ihr ein Geistlicher, doch zehrt ihr von der Hoffnung auf Reform, weswegen ihr euch nicht verwandelt habt. Ich würde es daher gerne sehen, wenn ihr uns mit eurer inneren Stärke bei unserer Nachforschung weiterhin unterstützt. Wenn ich damit einen kleinen Beitrag leisten kann, meinen Glaubensbrüder von ihrer Verzweiflung zu erlösen, werde ich das mit Freuden tun. Danke, Diakon Clem. Dank Diakon Clem scheint sich unsere Vermutung nach und nach zu bestätigen. Sorgen macht mir allerdings, dass wir nicht wissen, wer sich hinter der Blasphemität ursprünglich verbirgt. Ob er ebenfalls ein Geistlicher war, vielleicht jemand, der mehr als andere den Zustand der Kirche beklagt hat. Das kann ich ausschließen. Ich habe ihn zwar nur für einen kurzen Moment gesehen, aber ich erinnere mich, dass es ein Mann in sehr schlechter Kleidung war. Er sah mir nicht nach einem Geistlichen aus. Den Berichten aus Razatan zufolge besteht die Möglichkeit, dass die Taten der Blasphemität Täten durch Charaktereigenschaften und Erinnerungen der Person vor ihrer Verwandlung beeinflusst werden. Zu verstehen, was sie antreibt, ist für die Bezwingung der Blasphemität sicher hilfreich. Von daher müssen wir die wahre Identität Fafnirs herausfinden. Diakon, eure Aufgabe wird es sein, euch um die verunsicherten Geistlichen zu kümmern und beruhigend auf sie zu einzuwirken. Es ist von größter Wichtigkeit, dass es unter ihnen nicht zu weiteren Verwandlungen kommt. Selbstverständlich. Ich sehe es als meine Berufung an, das Seelenheil der Leute zu retten. Währenddessen müssen wir mehr über die wahre Identität der Blasphemität herausfinden. Ich habe bereits mehrere Tempelritter mit Nachforschung beauftragt, aber wir sollten ebenfalls nach weiteren Augenzeugen suchen. Als die Blasphemität bei der großen Aspis erschien, müssten sich nicht nur Geistliche, sondern auch viele normale Bürger dort aufgehalten haben. Potato, kannst du dich im Strebewerk umhören, ob jemanden der Mann, der zur Blasphemität wurde, bereits vorher aufgefallen war? Aber allgemein kann ich schon mal sagen, auch an Vio und die anderen Leute, wir werden heute nur die Jobquests vermutlich machen. Ich glaube, Vio hat das gerade eben schon gehört, als ich es gesagt habe, weil die sind so lang. Die sind so lang, da passt keine Story mehr jetzt rein heute. Ist einfach nicht möglich. Wenn jeder davon 2 Stunden dauert, dann sind das halt wie gesagt 10 Stunden, ne? Und ich möchte die unbedingt jetzt machen, weil ich das Gefühl habe, dass die jetzt am besten platziert sind.
Nicht, weil ich was gelesen habe, sondern weil ich das Gefühl habe, dass die Apokalypse und die Blasphemitäten zu bekämpfen jetzt stattfinden sollte. Und nicht erst nach dem Ende des Spiels oder so, nach dem Ende von Endwalker. Es sind eiskalte Tage wie heute, an denen ich stolz bin, ein Bürger Ishgard zu sein und ehrfürchtiger Diener Halones. Gepriesen sei die Furie. Ich komme gerade von einem Gottesurteil. Halone hat in ihrer grenzenlosen Raserei ihr Urteil gefällt und den Ketzer niedergestreckt. Für eine Weile sah es gar nicht so schlecht aus für den Schwertkämpfer. Man sagt, er sei ein Dunkelritter gewesen. Eine Schande, diese Kerle. Mischten sich überall ein. Du weißt nicht, was ist das ist, ein Dunkelritter. Ach so. Das hat gar nichts mit der Quest zu tun. Ich bin so dumm. Ich bin so unglaublich dumm. Da war ja ein Ausrufezeichen, kein Fortsetzenzeichen. Oh mein Gott. Den Vorfall an der großen Aspis habe ich nicht direkt gesehen, aber so ein junger Borschtoff ohne Winterkleidung ist kurz vorher in die Richtung an mir vorbeigetaumelt, ob der wohl etwas damit zu tun hatte? Ich erinnere mich auch, dass Angestellte des Kurhauses Rochemont nach ihm gesucht haben. Wie hatten sie ihn noch gleich gerufen? Ah ja, Vondreux, glaube ich. Vondreux. Die Bestie, die bei der großen Aspis aufgetaucht ist. Ja, habe ich gesehen. Da hat sich eine Elesin in einen Drachen verwandelt. Garantiert ein Heretiker. Jede Wette. Mhm. Ja, die Wette wirst du, glaube ich, verlieren. Als dieser riesige Drache in der Stadt auftauchte, da war ich zum Glück nicht hier. Der soll ja wahrlich furchterregend gewesen sein. Es heißt, dass es sich dabei nicht um einen Angriff der Drachen gehandelt haben soll, aber was bitteschön war das dann? Ein Angriff von irgendwem. Keine Ahnung. Ich habe immer noch das Gefühl, dass irgendjemand das steuert, ne? Dass irgendjemand aktiv den Planeten den Äther entziehen möchte über diese Astral-Äther-Dinger. Dass irgendjemand da an den Fäden zieht, sozusagen. Also tatsächlich, wortwörtlich, ne? Und Potato, irgendwelche neuen Hinweise? Er soll aus dem Kuhhaus Rochemont entwischen sein. Interessant. Ein geistesabwesender Mann, der sich nicht um die Kälte zu scheren scheint. Wenn der unbeaufsichtigt aus dem Krankenhaus entwichen ist, würde das seine für das Wetter unpassende Kleidung erklären. Ja, alles deutet darauf hin, dass es sich hierbei um den Mann handelt, der sich in die Blasphemität verwandelt hat. Aber dieser Name, Vondreux. Vondreux Rochemont. Dieser Name ist in Ishgard wohl bekannt, musst du wissen. Es ist der Name des ehemaligen Oberbefehlshabers der Asurgarde. Nach ihm wurde auch das Krankenhaus benannt. Soweit ich gehört habe, hat er sich nach seinem altersbedingten Rücktritt auf Reisen begeben. Schwer vorstellbar, dass es sich tatsächlich um ihn handeln sollte. Ich werde mich in der Himmelstadt mal genauer dazu umhören. Wartet bitte so lange in den Schwaden auf mich. Ich glaube, die werden noch einen Bösewicht auf jeden Fall einführen. Neben dessen, dass Xenos vermutlich Heidelin fressen wird. Dann werden wir Xenos besiegen und dann kommt noch ein Bösewicht, der hinter allen steckt. Vielleicht beeinflusst er ja auch Xenos. Vielleicht war Xenos eigentlich ein voll netter Typ. Unwahrscheinlich. Dies hier ist Loverek. Ihm oblag die Pflege von Vondreux.
Habt ihr von Dre gefunden? Seit er aus dem Krankenhaus entlaufen ist, können wir ihn nirgends finden. Er gilt also weiterhin als vermisst. Leider haben auch wir keine Kenntnisse über seinen momentanen Aufenthaltsort und sind selbst auf der Suche nach ihm. Was kannst du uns noch über diesen Von Dre erzählen? Nicht allzu viel. Er ist ein junger Mann, der im Hochland von Curtis aufgefunden wurde. Er wurde für eine Weile im Hospital der Kongregation behandelt und im Anschluss zu uns ins Kurhaus Rochemont für eine Langzeittherapie überwiesen. Ein junger Mann. Dann handelt es sich nicht um den Von Dre Rochemont, richtig? Den ehemaligen Oberbefehlshaber der Azurgarde? Nein, das ist ausgeschlossen. Den Namen Von Dre gab er selbst an, als er das Bewusstsein wieder erlangte. Allerdings hatte er nur schwache Erinnerungen an seine Vergangenheit und führte auch keine Dinge bei sich, die Rückschlüsse auf seine Identität zu ließen. Ich fürchte daher, dass ich mit genauen Informationen über seine Herkunft nicht dienen kann. Gleich nachdem wir seinen Fehlen bemerkten, gaben wir eine Vermisstenmeldung heraus. Allerdings haben wir seitdem nichts mehr von ihm gehört. Es ist so. Leider besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass er es war, der sich bei der großen Aspis in die riesige Endzeitbestie Fafnir verwandelte. Was für ein tragisches Schicksal. Dabei hat er gerade erst das Bewusstsein wieder erlangt. Zeigte er während seiner Zeit im Kuhhaus irgendwelche Auffälligkeiten, bizarres Verhalten, merkwürdige Reden oder dergleichen? Auffälligkeiten? In der Tat, ja. Ihn plagten häufig Albträume und er schrie immer wieder dieselben Worte. Worte wie Eure Heiligkeit oder Prälat. Ich ging daher davon aus, dass es sich bei ihm um einen Mann des Glaubens handeln müsste. Verstehe. Vielen Dank für deine Hilfe, Lovarik. Sobald wir bei unseren Untersuchungen Neues herausbekommen, werden wir auch dich davon in Kenntnis setzen. Also gut, kehren wir vorerst zum Strategieraum zurück. Und ich muss auch schon mal sagen, am Freitag jetzt werde ich vermutlich nicht viel streamen können, weil ich auch einkaufen muss und so. Mal gucken, ob ich Endwalker im Urlaub noch durchbekomme. Da ich alles mache, ist es halt ein bisschen viel, ne? Ich denke, wir können mit hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass es dieser Von Dre war, der zur Blasphemität Fafnir wurde. Nach den Aussagen Diakon Klemms handelte es sich zwar nicht um einen Geistlichen, aber die Worte, die er in seinem bewusstlosen Zustand von sich gab, lassen auf eine gewisse Frömmigkeit schließen. Wie schon vermutet, muss eine Verbindung zwischen der Verwandlung und dem Glauben bestehen. Dass er den Papst erwähnt, mag irgendwo noch verständlich sein, aber was hat es bloß mit dem Prälat auf sich? Es gibt nicht allzu viele Geistliche, die diesen Titel führen. Da Prälat Vatinois seine Mitarbeit bei der Nachforschung angeboten hatte, sollten wir uns vielleicht an ihn wenden. Diakon Klem könnte uns sicherlich eine Audienz mit ihm vermitteln. Gut, dann werde ich um eine Audienz anfragen. Allerdings ist Prälat Vatinois ein vielbeschäftigter Mann. Ein wenig werden wir uns diesbezüglich in Geduld üben müssen. Nutze auch du die Zeit für Vorbereitung, Potato. Schon bald werden wir wieder auf deine Hilfe angewiesen sein. Wenn es soweit ist, treffen wir uns wieder hier. WB Mifril. Atorel hat im Strategieraum schon auf dich gewartet. Potato, gut, dass du gekommen bist. Gerade eben hat sich Diakon Klemm gemeldet. Prälat Vatinois wird sich Zeit für uns nehmen. Finden wir heraus, warum dieser Von Dre in seinem Koma-ähnlichen Zustand Wörter wie Prälat sagte. Emmerich hat sich bereits auf den Weg zu ihm gemacht. Diese hohen Herrschaften lässt man besser nicht warten. Auch wir sollten uns daher sogleich zur St. Remonant-Kathedrale begeben.
Ich hoffe, es hat gemundet, Mithril. So. Ich grüße euch. Leider muss ich euch um Entschuldigung bitten. Ich habe Prälat Watinois davon unterrichtet, dass ihr ein Gespräch mit ihm wünscht. Doch kurz bevor Großmeister Emmerich hier eintraf, entschuldigte sich der Prälat und erklärte, wegen einer dringlichen Angelegenheit die Kathedrale verlassen zu müssen. Das Ganze ist mir sehr unangenehm, aber ich vermute, dass Prälat Watinois sich noch in der Nähe aufhält. Würde es euch etwas ausmachen, draußen nach ihm zu sehen? Prälat Watinois hat der Audienz zugestimmt, nur um im letzten Moment zu verschwinden. Uns bleibt wohl nichts anderes übrig, als nach ihm zu suchen. Ich erinnere mich wieder, wie ich das aufgebaut habe unten, okay. Das war doch mein Tun da unten. Es hat sich nichts verändert. Da unten steht Arturell, also. Sieh an, selbst der große Held ist gekommen. Prälat Watinois, habt Dank, dass ihr euch für uns Zeit nehmen wolltet. Ich hoffe, wir kommen nicht ungelegen. Der weiß genau, wer das ist. Der Vorsitzende, gerade wollte ich zur Kathedrale zurück, um euch zu... Bitte macht euch keine zu großen Umstände. Wir wollen auch nicht lange eure Zeit beanspruchen. Wir sind auf der Suche nach einem jungen Mann namens Vendroux. Während er im Kurhaus Rochemont behandelt wurde, stieß er in seinem selbstbewusstlosen Zustand mehrmals den Namen des Papstes und auch den euren aus. Ist euch dieser Mann bekannt? Nein, bedauere. Abgesehen von dem ehemaligen Oberbefehlshaber der Azurgarde ist mir niemand mit diesem Namen bekannt. Wenn er den Namen des Papstes und dem meinigen auf dem Krankenbett ausstieß, muss es sich wohl um einen frommen Anhänger der orthodoxen Kirche handeln. Als Diener der Kirche würde es mich mit Freude erfüllen, was dies seiner Seele in schwieriger Lage Halt gab. Falls das bereits alles war, werde ich mich nun wieder meinen heiligen Pflichten widmen wollen. Der Typ ist sus. Sus AF. Ich werde den Willen des Papstes erfüllen. Prälat Watinois, alles wurde euren Anweisungen gemäß vorbereitet. Seid ihr euch wirklich sicher, dass... Ja, Großmeister Emmerichs Ausführungen zufolge wollte der Papst den Glauben im Volk mit Hilfe der Macht eines Primae stärken. Anfangs hielt ich das für eine Unterstellung. Als ich jedoch den Nachlass seiner Heiligkeit durchsah, fiel meine Aufzeichnung in die Hände. In dieser stand wie folgt geschrieben, mit Gebeten und enormen Ätherquellen wie dem Auge des Drachen lassen sich Gottheiten beschwören. Solch riesige Energien sind hier in Azus La vorhanden. Diese allergischen Artefakte, die seelenlose Marionette und das hinterlassene Schwert werden uns als Gefäß dienen. Die Ritter der Tafelrunde werden erneut auferstehen. Die Theokratie wird erneut über Ishgard herrschen. Ah... So einer ist das also. Ein kleiner Mini-Hitler.
Was zum... Nur ein gewöhnlicher Edelsehen? Jo, was für Ideen ich komme. Und das war der erste Xenos-Kampf, da hat er ein Prima-E gefressen. Also er hat sich mit Prima-E vereint. Das meine ich mit fressen. Das ist nicht abwegig. Und er hat das gleiche mit Zodiac vorgehabt. Es ist nicht abwegig, das gleiche mit Heiden. Hä? Warum soll das abwegig sein, dass man sich unterm Schreibtisch lacht? Den Papst, den Prälaten, muss ich schützen. Und Xenos hat gesagt, dass er sich jemanden sucht. Also, nein, das kann nicht sein. Verdammt, wo sind die Ritter der Tafelrunde? Ein Fehlschlag, elende Missgeburt, was habe ich übersehen? Wir kehren sofort zurück zur heiligen Stadt. Ich muss die Aufzeichnung des Papstes erneut durchsehen. Ich finde das nicht abwegig. Aber Prälat, was soll mit dem hier passieren? Für so etwas habe ich keine Verwendung. Damit hat er das Ding erzeugt. Hey? Alles in Ordnung, Potato. Hattest du etwa eine Vision aus der Vergangenheit? Eine erneute Beschwörung der Ritter der Tafelrunde. Ich glaube, Bio hat einfach die gesamte Story von Xenos vergessen. Prälat Vatinois, das Beschwören eines Prima ist ein unentschuldbares Vergehen. Ich muss euch bitten, mit zum Orden der Tempelritter zu kommen, damit wir die Sache vollumfänglich aufklären können. Ich habe mein gesamtes Leben der Kirche gewidmet. Ich habe ihre Lehre dem Volk gepredigt und ihre Gebote befolgt. Und dann kommt plötzlich Lumpenpack wie ihr daher und faselt von Betrug und Reformen. Könnt ihr euch vorstellen, was für eine Schmach es war, allem entsagen zu müssen? Ein Ischgard ohne Papst darf es nicht geben. Eine Zukunft ohne die Kirche wird es nicht geben. Prälat, nein! Easy win. Das tut mir leid für dich, Emmerich. Auch wenn es für ihn keine Rettung mehr gab, weiß ich, wie sehr es dich mitnimmt, wenn Bürger Ischgards durch deine Hand sterben müssen. Ich werde Diakon Clem zurück zur Kathedrale begleiten. Nicht, dass er alleine unterwegs auch der Verzweiflung anheimfällt. Großmeister Emmerich, Potato, wir treffen uns später im Strategieraum. Xenos gesamte Story war, dass er seinen Körper wechseln kann und dass er sich mit Prima verbinden kann. Dafür hat er doch die Kraft des Transzendierens kopiert. Der hat die Maschine gebaut in Stormblood und alles. Das war seine gesamte Geschichte. Und das hat er jetzt genau wieder so gewollt und gemacht. Oder wollte es mit Zodiac. Weil er das halt kann. Die Ashians können das auch, das ist richtig. Aber er kann das auch, das ist Xenos Geschichte. Deswegen ist es... Und er hat auch noch gesagt, dass er sich jemanden sucht. Damit er mir einen Kampf bieten kann. Das ist ja schon angeteased worden. Dass sich das nächst Stärkere sucht jetzt. Um mir einen super Kampf bieten zu können, weil er halt ein perverser Sadomaso-Typ ist. Ich finde das nicht hanebüchen, wirklich nicht. Ich finde das absolut logisch begründet. Ja, er will es doch immer noch. Nachdem von Daniel und Zodiac tot ist, will er es doch immer noch. Xenos will das doch immer noch. Es gab keinen einzigen Satz, den er gesagt hat, wo es gesagt wurde, oh, ja, ich werde wohl doch keinen Kampf mit dir machen. Na gut, tschüss.
Keinen einzigen. Das Problem, was ich jetzt habe, ich denke eher, dass ich glasklar perfekt richtig liege und du mich nur ablenken willst davon, weil du denkst, es wird besser für mich, wenn ich dann überrascht werde, wenn ich jetzt nicht mehr daran denke. Und das ist das Problem, dass jetzt für... Ihr möchtet jetzt im Strategieraum. Deswegen finde ich die Diskussion gerade dumm. Wie geht es dir, Conclem? Er ruht sich nun im Wohnheim der Kathedrale aus. Er stand noch nicht sichtlich unter dem Eindruck des Geschehenen, ließ es sich aber nicht nehmen, die Angehörigen der Kirche über das Schicksal von Prälat Vatenois aufzuklären, obwohl er nun schon mehrmals aus nächster Nähe mit ansehen musste, wie seine Glaubensbrüder sich in Bestien verwandelten, ist das Feuer in seinen Augen nicht erloschen. Ein willensstarker junger Mann. Ich hätte nicht gedacht, dass selbst ein Mitglied der Synode der Verzweiflung anheimfallen und sich in eine Bestie verwandeln würde. Einmal mehr zeigt sich, in welch dunkler Zeit die Ischgard der Kirche sich befindet. Nee, ich bin gechillt, keine Sorge. Wurde die Trennung von Kirche und Staat so hastig vollzogen? Potato, erzähl uns bitte in allen Einzelheiten, was du in deiner Vision gesehen hast. Wie gesagt, ich bin gechillt. Auch wenn ich vielleicht manchmal ein bisschen... Das liegt daran, dass ich dann betont spreche. Ich muss die ganze Zeit betont sprechen. Die ganze Zeit spreche ich betont in diesem Spiel. Deswegen kommt das vielleicht manchmal so ein bisschen rüber. Vor allem bei Final Fantasy XIV. Demnach wollte er also einen alten allergischen Klon als Wirtskörper für eine erneute Beschwörung der Ritter der Tafelrunde nehmen. Allerdings nahm dieser nicht die Form der ursprünglichen Primae an, sondern der Klon verblieb in einer Elezin-Gestalt, dessen ganzer Daseinszweck aus dem Schutze des Papstes bestand. Habe ich das so richtig verstanden? Wahrscheinlich ist die Beschwörung wegen unzurechnender Äthermenge fehlgeschlagen. Das heilige Schwert Ascalon, das der Prälat als Katalysator verwenden wollte, hat schon längst die Kraft des Drachenauges verloren. Auch um die Kriegstriade, die der Papst einst verwenden wollte, hast du dich ja dankenswerterweise bereits gekümmert. Aber wie konnte der Klon dennoch zum Leben erweckt werden? Es ist reine Spekulation meinerseits, aber ich vermute, dass trotz des unzureichenden Äthers die Beschwörung selbst erfolgreich war. Solange es einen Klon als Wirtskörper gibt, könnte er also zur Fleischwerdung auch einer nur unzureichend herbeigerufenen Seele gekommen sein. In diesem Fall als manischer Ritter, der besessen vor dem Gedanken ist, Papst und Kirche zu beschützen. Heißt das etwa... Es war dieser Klon, der zur Blasphemität geworden ist. Der Gedanke mag im ersten Moment abwegig erscheinen, ausschließen kann man diese Möglichkeit jedoch nicht. Ich denke jedenfalls, dass wir diese Spur weiter nachgehen sollten. Tut mir leid, Potato, aber ich fürchte, wir werden schon bald erneut deine Zeit in Anspruch nehmen müssen. Kein Problem, Emmerich, für dich immer. Mein Problem ist halt noch, dass, also zumindest war es bisher noch nie so gewirkt, dass irgendwie die Ultima-Magie nochmal, gezeigt wurde. Das war ja in Realm Reborn und danach nie wieder irgendwie großartig besprochen worden eigentlich. Atorel brütet weiter über Strategien gegen die Blasphemität. Da muss ich auch noch überlegen, wo das nochmal vorkommt. Wird wohl was mit dem Ende zu tun haben dann oder so, keine Ahnung. Aber es gibt ja keine Arschins mehr, die das jetzt irgendwie, also keine Ahnung, also. Es gibt weiterhin viel zu tun, Potato. Jeden Moment wird auch Emmerich hier eintreffen. Es gibt noch ein paar, vermutlich gibt es noch ein paar von den Niederen, aber... Ich bringe keine guten Neuigkeiten. In der Kurie ist nach der Verwandlung von Prälat Vatenois das Chaos ausgebrochen. Ich hatte Tempelritter ausgesandt, um die Geistlichen zu befragen, die bei der Beschwörung in Azazla dabei waren. Allerdings haben diese sich allesamt in Bestien verwandelt und mussten ausgeschaltet werden. Neue Informationen haben wir dadurch nicht gewonnen. Ein herber Rückschlag für unsere Nachforschung zur Blasphemität. Sie hätten uns sicher sagen können, ob dieser Vandrois aus dem Kurhaus oder der Klon ein oder dieselbe Person sind. In der Tat, aber nehmen wir mal an, dass es tatsächlich so sein sollte, dann stellt sich immer noch die Frage, wie er es bis nach Ischgard geschafft hat. Wenn es außer den Geistlichen, die an der Beschwörung beteiligt waren, noch weitere Helfershelfer gibt, könnten diese unsere Aktion gegen die Blasphemität gefährden. Dann müssen wir die Sache selbst in die Hand nehmen. Ich werde persönlich nach Azazla aufbrechen und versuchen, dort etwas über den Verbleib des Klons herauszufinden. Wenn sich deine Annahme als richtig erweist, sollte es dort nicht mehr auffindbar sein. Falls er aber doch noch dort ist, wissen wir, dass es verschiedene Personen sind. Guter Gedanke. Tu dies, Atorel. Und wir beide werden die Spur dieses Vaudrois zurückverfolgen, Potato. Hören wir uns mal im Camp Drachenkopf um, was man dort über ihn zu berichten weiß. Dort war er für eine Weile untergebracht, bevor er ins Kuhhaus kam.
Das wird noch ein bisschen dauern. Ich habe nicht was AC3 durch. AC3 läuft doch gerade auf YouTube nicht mehr. Weil ich keine Parts mehr habe. Aber ich muss Endwalker durchmachen. Ich habe vor Monaten schon mal eine Woche Urlaub gehabt und wollte Endwalker in der Zeit spielen. Und dann habe ich den Mod für Sunhaven programmiert, statt Endwalker zu spielen. Ich habe jetzt Endwalker so lange hinausgezögert. Ich muss Endwalker jetzt spielen. Ich habe 6 Monate nicht mehr Story gespielt. Januar habe ich Shadowbringers durchgespielt, glaube ich. Januar, Februar rum. Da muss jetzt leider Gottes Assassin's Creed mal hinten anstehen, wo wir schon 4 Spiele durchgespielt haben. 6 eigentlich mit dem Mobile. 7 sogar, oder? Ja. Doch, doch, man wird mich noch in Final Fantasy 14 sehen. Du willst mehr über den Verletzten wissen, der hier erst versorgt wurde. An der Rettung selbst war ich nicht beteiligt und kann dazu leider nicht viel erzählen. Ich habe jedoch am selben Tag kurz vorher ein Luftschiff gesehen, das flog so tief, dass es so aussah, als stürzte es gerade ab. Allerdings habe ich es dann mit Schneetreiben aus den Augen verloren. Ah, ein Luftschiff. Ich habe 3 ja noch nicht durch. Assassin's Creed 1, die beiden Mobile DS-Spiele, dann das eine PSP-Spiel, dann 2 Brotherhood und Revelations. Achso, warte mal, Assassin's Creed 1, 2 Brotherhood Revelations, die beiden DS-Spiele und, ah ne, sind 7, ja. Habe ich was anderes gesagt? Dann ja, auf jeden Fall sind es 7. 7 Spiele habe ich. Wenn das nicht der Abenteurer ist, kann ich dir bei irgendetwas behilflich sein? Doch, doch, man hat mich noch gesehen, Vio. Das ist eine Lüge. Ich habe Waldläufer gespielt, Bade auf 90. Mit allen Nebenquests. Das hat ja auch Wochen gedauert. Ein Verletzter, der hier im Camp gepflegt wurde. Ja, an den erinnere ich mich gut. Trotz dichten Schneetreibens war er nur leicht bekleidet und schon halb erfroren. Wenn man großer Kälte ausgesetzt ist, fängt man ja mitunter an zu halluzinieren und zieht sich die Kleidung aus, weil der eigene Körper sich warm anfühlt. Das könnte auch bei ihm der Fall gewesen sein. Das letzte Mal gestreamt habe ich Final Fantasy 14 im April oder so. Und gespielt habe ich das letzte Mal im Mai. Anfang Mai, bevor Zelda rauskam. Hatten wir nicht noch irgendwas zusammen gemacht, April oder Mai oder so? Da war noch irgendwas. Ja, aber dann habe ich Zelda gespielt, dann ist meine Mutter gestorben und jetzt bin ich wieder hier. Was für eine Freude, der Abenteurer kommt uns mal besuchen. Was führt dich denn hierher? Ein Verletzter, der hier gepflegt wurde. Ach, du meinst den jungen Burschen, den wir auf dem Rückweg von einer Übung aufgelesen haben. Wir haben ihn nördlich von hier bei der Stätte der Vorsehung entdeckt. Er war in einem kritischen Zustand, daher haben wir ihn nach der Erstversorgung ins Hospital der Kongregation gebracht. Emmerich, oh Mann. Man möge mir verzeihen, wie gesagt, ich spiele schon ist über 40 Stunden die letzten 3 Tage, also. Ich bin nicht mehr so. Ich bin mürbe im Kopf. Hast du etwas Interessantes herausbekommen? Ich bin ziemlich Matsche im Kopf mittlerweile. Erst wurde ein Luftschiff im Tiefflug gesichtet und kurz darauf bei der Stätte der Vorsehung ein Mann entdeckt, der nur leicht bekleidet war. Dann sollten wir nachsehen, ob dieses Luftschiff auch tatsächlich abgestürzt ist. Ich habe uns bereits schwarze Schokobos organisiert. Reiten wir zur Stätte der Vorsehung und sehen uns dort etwas um. Wenn du bereit bist, können wir sofort aufbrechen. Was ich auch noch gemacht habe heute, bevor ich gestreamt habe, habe ich den Weisen. Ich habe den Weisen noch auf Level 90 gebracht heute. Bevor ich den Stream angefangen habe. Seht ihr mal. Ich habe alles vorbereitet wieder für den Stream. Das ist ja auch noch so ein Ding, was ich nebenher mache. Ich mache vorbereitende Maßnahmen für den Stream und für die Story, damit wir nicht aufgehalten werden. Bislang keine Spur vom Luftschiff. Reiten wir weiter Richtung Nordosten. Das heißt, ich habe heute schon 2 Stunden gespielt gehabt, bevor ich gestreamt habe.
bin ja schon wieder 5 Stunden im Stream. Ich spiele das schon seit 7 Stunden heute Final Fantasy 14. Gestern 10, davor 11 und davor 12 Stunden. Ist das die Blasphemität? Die Quests folgen auch alle den gleichen Mustern, ne? Beim 4. Quest immer eine Transzendieren-Sequenz. Beim 5. die Vorbereitung gegen die Attacke, die das Ding hat, oder eine Besonderheit. Und in der 6. Quest wird sie besiegt. Das ist natürlich klar in der letzten Quest. Gar nicht derzeit. Ich habe keine Zeit. Wo soll ich die Zeit hernehmen? Seit ich Endwalker spiele, spiele ich keine Beat Saber und mache keinen Sport. Ich hasse das auch. Ich würde auch gern Sport machen. Ich muss Hochwürden beschützen. Aber ich muss auch Endwalker endlich mal durchmachen. Ich habe es auch meiner Gilde versprochen, dass ich das mal hier durchziehe. Oh, hallo und sehr Dank. Du bist aufgewacht. Du hast eine sehr lange Zeit geschlafen. Wie fühlst du dich? Kannst du sprechen? Wie lautet dein Name? Ich. Mein Name. Wer ich bin. Namen. Viele Namen erschallen in meinem Kopf. Belguin, Paul Lecran, Hermonost, Ignaz. Ida behauptet, mein Name zu sein, doch die anderen Stimmen widersprechen. Gibt es denn keinen Namen, der von allen akzeptiert wird? Alles in Ordnung mit dir? Mein Name ist Vondreux. Nun, anscheinend wollte das Schicksal, dass dir hier geholfen wird. Du befindest dich in einem Krankenhaus, das nach einem Namensvetter von dir benannt ist. Gibt es noch mehr, an das du dich erinnerst, Vondreux? Ich entstamme den stolzen Hause Dezimel. Nein, ich bin Priester, der den rechtschaffenden Weg beschreitet. Ich lebe ein einzig und allein für den Kampf. Und sehen, studieren will ich die Geheimnisse der Magie. In Wahrheit ist die Bühne der feinen Gesellschaft mein Schlachtfeld. Wegen meiner niederen Geburt wurde mir der Lohn meiner Anstrengung vorenthalten. Ich, der vom Blutes wegen nicht Großmeister der Tempelritter werden durfte, wurde von seiner Eminenz Hux selbst gerettet. Damals habe ich geschworen, das Schwert zu sein, das für Gerechtigkeit seiner Eminenz kämpft. Ein Leben im Dienste des Papstes. Wir sind, ich bin ein Ritter der Azurgarde. Du siehst eher nicht wie ein Ritter aus, wenn ich ehrlich sein darf. Möglicherweise hat die Nahtoderfahrung deine Erinnerung durcheinander gebracht. Die Azurgarde ist verschollen und der frühere Papst nicht mehr auf dieser Welt. Jedenfalls bin ich froh, dass du aufgewacht bist. Wichtig ist jetzt vor allem, dass du wieder zu Kräften kommst. Ich hole dir etwas Wasser, um zu essen. Bin gleich wieder bei dir. Jetzt läuft er los, verzweifelt und wird zu dem Ding. Der Papst tot? Unmöglich. Wie kann seine Eminenz nicht mehr sein, wenn ich noch lebe? Ich muss es wissen.
Potato, Vorsicht! Im Namen Tordans. Hattest du eine erneute Vision? Am besten kehren wir nach Ishgard zurück, treffen uns mit Artoriel im Strategieraum, wo du uns dann alles ausführlich erzählen kannst. Ich weiß, dass man keiner böse ist, aber ich will ja auch mal bei Sachen mitmachen können und so, weil ich bin immer derjenige, der nichts mitmachen kann. Schatzkarten etc. Nicht mal Schatzkarten kann ich mitmachen, weil ich kann ja nicht in die Region, wo die Schatzkarten dann sind oder anders sind überhaupt. Und es ist... Außerdem will ich das Spiel durchhaben, bevor ich das Spiel ein Jahr lang spiele. Und das ist jetzt nächsten Monat. September habe ich angefangen, letztes Jahr. Ich meine, ein Jahr ist okay, um die Story durchzukriegen und alle Nebensächlichkeiten zu erledigen. Die größten, die wichtigsten, die Nebenquests auch. Ihr möchtet zum Strategieraum? Ja, möchte ich. Das trifft sich ja ausgezeichnet, Potato. Ich bin auch gerade eben zur Tür herein. Habt ihr etwas herausgefunden? Sehr viel habe ich herausgefunden. Das ist der Klon. Sehr gut, wir sind vollzählig. Artoriel, haben sich in Azazelas Spuren vom Klon finden lassen? Nein, das heilige Schwert Ascalon war das einzige, was dort noch vorhanden war. Wie lief es bei euch? Als wir Wondros Spuren zurückverfolgten, haben wir tatsächlich das Wrack der Sonnenstrahl des Luftschiffs des Papstes gefunden. Vermutlich hat der Klon in Azazela entdeckt, hat der Klon es in Azazela entdeckt und wollte es benutzen, um nach Ishgard zu kommen. Doch dann bekam er Schwierigkeiten und stürzte ab. So ist es. Der Klon wurde im dichten Schneegestöber von einer Patrouille geborgen und im Camp Drachenkopf erst versorgt, bevor er ins Kurhaus gebracht wurde. Übrigens trafen wir ganz in der Nähe der Abschutzstelle, auch auf Fafnir. Die Blasphemität floh allerdings, als sie uns gewahr wurde. Potato konnte dabei einen Blick in die Vergangenheit Fafnirs oder besser gesagt in die Vergangenheit Vondros werfen. Bitte erzähle uns doch, was genau du dabei gesehen hast. Über 1400 Stunden habe ich jetzt. Alles fügt sich zu einem Bild zusammen. Es stimmt also tatsächlich, der Klon, den Prälat Watenois für die Beschwörung verwendet hatte, war Vondros, der aufgrund seiner Verzweiflung zur Blasphemität wurde. Seine Verführung, als er nach seinem Namen gefragt wurde, ist besonders bemerkenswert. Soviel ich weiß, behält ein Primae, der erneut beschworen wird, seine Erinnerung aus der Zeit vorhergehender Inkarnation. Daher könnten die Erinnerungen sämtlicher Ritter der Tafelrunde dem Körper, der als Gefäß dient, enthalten sein. Das könnte auch der Grund gewesen sein, warum die Blasphemität floh, als sie Potato sah. Sie hat sich an die früheren Kämpfe erinnert und fühlte sich bedroht. Dass die Wahl auf den Namen Vondros fiel, könnte darauf zurückzuführen sein, dass alle die gegensätzlichen Charaktere einen gemeinsamen Nenner finden mussten. Aber wie entstellt die entstandene Persönlichkeit auch sein mag, der Existenzgrund der Asurgarde, den Papst zu schützen, ist fest in ihr eingebrannt. Zu erfahren, dass dies nun nicht mehr möglich ist, führte zum Unvermeidlichen. Die Asurgarde hatte sich uns entgegengestellt, uns bekämpft und treuen Freunden das Leben geraubt. Aber selbst ihnen hätte ich nicht gewünscht, dass nach ihrem Tod ein solches Abbild von ihnen erschaffen wird und sich dieses auch aus abgrundtiefer Verzweiflung in eine Bestie verwandelt. Hier geht es jedoch nicht nur um die Asurgarde. Dieses Schicksal droht allen Geistlichen und womöglich der gesamten Bevölkerung Ishgards. Man muss bedenken, die orthodoxe Kirche war Ishgards Wegweiser des Lebens, ihr Fundament des Glaubens. Unternehmen wir nichts, werden immer mehr in Verzweiflung ertrinken. Man darf die Vergangenheit der Kirche nicht leugnen, aber sie muss dennoch eine Zukunft haben. Ihr Fundament muss erneuert werden, auch wenn es aufwendig ist. Naja, das erste passt schon.
Wohlgesprochen. Man darf sich nicht an den zerbrochenen Glaubenssätzen festklammern, sondern muss, auch wenn es schmerzt, den Schritt nach vorne wagen. Ich werde bei der nächsten Sitzung vorschlagen, ein ökumenisches Konzil einzuberufen. Die höchste Versammlung, um grundsätzliche Glaubensfragen zu besprechen. Das heißt, du willst neue Lehren bestimmen lassen, die an die Stelle der verworfenen alten Lehren der Kirche treten sollen. Aufgrund der Trennung von Kirche und Staat habe ich es bislang vermieden, mich in interne Angelegenheiten der orthodoxen Kirche einzumischen. Doch ich will die Kleriker nicht als Vorsitzender des Oberhauses zusammenrufen. Stattdessen will ich als einfacher Anhänger der Ischgarder orthodoxen Kirche den Wunsch nach einer Neugestaltung der Kirche äußern, auf dass sie den Bewohnern Ischgards wieder Halt geben möge. Ich danke dir für diesen Denkanstoß, Potato. Ich werde sogleich Diakon Clem und allen Klerikern, die einer Erneuerung der Kirche positiv gegenüberstehen, den Vorschlag unterbreiten. Die Vorbereitungen dafür werden hoffentlich nicht allzu viel Zeit in Anspruch nehmen. Wenn es soweit ist, finden wir uns wieder hier ein. Die Spielzeit beträgt 61 Tage und eine Stunde. Also 1465 Stunden. 65. Arturiel steht die Anspannung ins Gesicht geschrieben. Bald ist es soweit, Potato. Dank Emmerichs schnellen Handelns wird das ökumenische Konzil in Kürze beginnen. Das Konzil ist die höchste Versammlung innerhalb der Ischgarder Kirche. Es dient dazu, Glaubensfragen und Doktrinen der Lehre zu erörtern. Das letzte Konzil wurde vor ungefähr 80 Jahren abgehalten. Vier Päpste kamen und gingen seitdem. Die meisten Ischgarder, mich eingeschlossen, kennen es daher nur aus den Schriften und haben keine direkte Erfahrung, wie eine solche Versammlung abgehalten wird. Bisher nahmen stets nur die höchsten Würdenträger der Kirche am Konzil teil. Doch angesichts der Verwandlung von Prälat Vatenois in eine Bestie ist man zu dem Schluss gekommen, dieses Mal Meinungen aus allen Gesellschaftsschichten anzuhören. In der Tat, zum ersten Mal in der Geschichte der Ischgarder Kirche wird ein Konzil abgehalten, bei dem die Stimmen aller Gläubigen Beachtung. Selbstverständlich hoffe ich auf eure Teilnahme. Diakon Clem, für eure unermüdlichen Anstrengungen in dieser schwierigen Situation möchte ich euch von Herzen danken. Wenn ich um das Wohl der St. Römer und Kathedrale Sorgen tragen möchte, darf ich mich keinen Wehklagen hingeben. Ich werde beim ökumenischen Konzil den Platz von Prälat Vatenois einnehmen. Ich werde mich mit Nachdruck dafür einsetzen, dass niemand mehr aufgrund des Glaubens Leid erfahren muss. Aber sagt, ist Großmeister Emmerich gar nicht hier? Er meinte, er wolle vor Beginn des Konzils seine Gedanken ordnen und ist nach draußen gegangen. Allerdings können wir nicht länger hier auf ihn warten und sollten uns bereits zum Ort des Konzils begeben. Potato, ich möchte dich darum bitten, nach Emmerich zu schauen. Er sollte sich auf der letzten Wacht aufhalten. Könntest du ihm Bescheid sagen und mit ihm zur Erzbasilika kommen? Das stimmst du übrigens gerade, auch wenn ich die Storys hier sehr cool finde, am liebsten würde ich gerade die Hauptstory weitermachen. Mich interessiert so sehr, was jetzt in der Hauptstory passiert, aber naja, müssen wir jetzt durch. Da müssen wir jetzt durch, so sieht es aus. Potato, du bist es. Ich nehme an, es wird Zeit für das Konzil. Verstehe. Tut mir leid, dass du dich meinetwegen herbemühen musstest. Ich habe nachgedacht über den Weg, den ich eingeschlagen habe und die Opfer, die meine Entscheidung nach sich zogen.
Über die, die im Kampf gestorben sind, über die, denen aufgrund des Leids in ihrem Leben nur der Kampf als Daseinszweck blieb, und auch über die, für die mit dem Zusammenbruch der Kirche das Leben zur Qual wurde, da sie sich im alten System besser zurechtfanden. Die Bewohner Ishgards hatten schon immer sehr unterschiedliche Vorstellungen und Interessen. Der gemeinsame Feind in Gestalt der Drachen einte sie, doch ohne ihn brechen sich die Spannungen der Bevölkerung Bahn. Der Weg in die Zukunft, den ich vor meinem inneren Auge sah, erweist sich im Gegensatz zu meiner Vorstellung als bedeutend steiniger. Ich muss mir die Frage stellen, was ich tun kann, damit das Volk trotz aller Meinungsverschiedenheiten in Eintracht leben kann. Solche Angelegenheiten gingen mir durch den Kopf, als du kamst. Wir sollten uns nun aber auf den Weg machen, setzen wir unsere Unterhaltung unterwegs fort. Er folgt mir jetzt. Ja. Ein wenig Zeit bleibt uns noch, bis das Konzil beginnt. Wie wäre es mit einem kleinen Umweg? Wenn du einverstanden bist, möchte ich gerne einen Abstecher zum Anwesen der Fortons machen. Okay. Emmerich läuft mir hinterher. Yay. Es fühlt sich an, als wäre eine halbe Ewigkeit vergangen, seitdem du, Alfino und Tartaro hier als Gäste des Hauses Fortun unterkamt. Euer Besuch markierte dabei den Beginn vom Ende des tausendjährigen Drachenkriegs und führte uns in eine Zeit der Harmonie. Du sorgtest dafür, dass Ishgard von Grund auf erneuert wurde. Dafür stehe ich für immer in deiner Schuld, Potato. Gehen wir weiter zu den Statuen der 12 Gründer. Ja, also nicht viele auf jeden Fall, ja. König Torland und seine 12 Ritter, die Bezwinger Nidhoggs. Forderungen wurden laut, diese Statue niederzureißen, seit bekannt wurde, dass der Mythos der Staatsgründung auf einer Lüge beruhte. Der Weg, den sie einschlugen, war keinesfalls richtig. Allerdings denke ich nicht, dass die Verehrung und das Vertrauen, welches die Bürger 1000 Jahre in sie gesetzt hatten, aus der Geschichte getilgt werden sollten. Nun, da wir uns eine friedvolle Zukunft erkämpft haben, müssen wir uns auch die Frage stellen, wie wir mit der Vergangenheit umgehen wollen. Aber genug davon, wir sollten uns nur zuerst Basilika begeben. Diakon Clem wartet sicher bereits auf uns. Ja gut, aber ein Film macht es ja nicht wett. Du kannst ja nicht sagen, es gibt jetzt einen Film, also sind die Filme der letzten 10 Jahre alle sehr, sehr, sehr gut, ziemlich gut. Dann. Es gibt halt einzelne Filme, die halt okay sind, aber... Es gibt halt Nolan ist natürlich immer, ne? Also Nolan ist eine ziemlich sichere Wette. Ihr kommt keine Sekunde zu früh, das Konzil beginnt eine Kürze. Begeben wir uns sogleich zum Thronsaal. Und Tarantino ist auch immer gut, aber sonst abseits davon ist halt nicht mehr viel Gutes da. Also aus dem asiatischen Raum kommt sehr viel Gutes. Auch Final Fantasy XIV kommt übrigens aus dem asiatischen Raum aus Japan. Verehrte Priester und Inquisitoren, geschätzte Anhänger des Glaubens der Ishgarder orthodoxen Kirche, ich möchte euch danken, dass ihr euch so kurzfristig hier eingefunden habt. Wie jedem von euch bewusst ist, finden wir uns in diesen Tagen in einer unglückseligen Situation wieder. Vermehrt kommt es zu Vorfällen, bei denen sich Geistliche in abstoßende Bestien verwandeln. Dieses Unheil ist eine Folge der letzten Tage. Um es abzuwenden, muss jeder Bürger Ishgards, ganz gleich ob in Diensten der Kirche stehend oder nicht, den Frieden auch im Herzen verinnerlicht haben und darf nicht der Angst oder Verzweiflung zum Opfer fallen. Aus diesem Grund haben wir dieses ökumenische Konzil einberufen, um gemeinsam nach einem Weg zu suchen, den die Ishgarder Kirche in Zukunft beschreiten soll. Seit alter Zeit stützte sich die Ishgarder Kirche auf 2 Aspekte. Der eine wird durch die Lanze symbolisiert, die den Kampf gegen die Drachen anführte, und der andere durch den Schild, der die Herzen der Ishgarder beschützt. Nun, da die Lanze mit Ende des tausendjährigen Krieges ihre Aufgabe erfüllt hat, ist es an der Zeit, auch die Rolle des Schildes neu zu überdenken. Wenn wir überhaupt etwas erreichen wollen, muss zunächst die Hierarchie innerhalb der Kirche zerschlagen werden. Diejenigen, die in den höchsten Rängen, die Macht in ihren Klauen hielten, müssen für die Verbreitung einer verlogenen Lehre zur Verantwortung gezogen werden. Sinnentleertes Geschwätz. Welche Verbrechen gedenkt ihr uns von der Synode denn zu bezichtigen? Etwa, dass wir die Lehre und ihre Schriften 1000 Jahre lang bewahrt und stets zum Wohle Ishgards interpretiert haben? Oder die alte Lehre ist das aus mit der Ishgarder orthodoxen Kirche?
Wann können wir in Zukunft überhaupt noch glauben? Oh nein. Keine Verzweiflung hier bitte. Hier ist nur Hoffnung erlaubt. In diesem Saal ist nur Hoffnung erlaubt. Ruhe! Im Gerichtssaal. Das nimmt keinen guten Verlauf. Wenn die Verunsicherung hier noch weiter um sich greift, werden sich erneut Leute in Bestien verwandeln. Das gibt ein Ordnungsgeld. Ruhe jetzt! Seit dem Ende des Krieges steht die Kirche an einem Scheidepunkt. Die Gläubigen verlieren mehr und mehr aus den Augen, was ihnen Halt und Orientierung im Leben gibt. Selbst ein Mitglied der Synode, Prälat Vatenois, wurde zu sündhaften Verhalten verführt, da er sich verbissen an der alten Lehre festgehalten hat. Er bezahlte dies letztendlich mit der Verwandlung in eine Bestie. Und doch, eine über 1000 Jahre gehegte Überzeugung kann nicht so einfach verworfen werden. Warum haben sie denn auch schon vorhin drin? Gerade deswegen müssen wir uns den Fehlern der Vergangenheit stellen. Nur wenn wir imstande sind, aus ihnen zu lernen, werden wir den Weg in eine bessere Zukunft beschreiten können. Sollten wir jedoch die Erinnerung an sie gänzlich verdrängen, werden wir irgendwann die Fehler der Vergangenheit wiederholen. In der Tat, je tiefer unser Glaube an sie war, desto schwerer fällt es uns, den Betrug der Kirche wahrhaben zu wollen und einem Wandel zuzustimmen. Es mag verlockend erscheinen, alles von sich zu stoßen und alles Alte gänzlich auszulöschen. Doch würden wir damit auch all jene in der Kirche vergessen, die sich reinen Herzens dem Dienst ihres Nächsten verschrieben hätten und haben. Die Geschichte, die man uns lehrte, basierte auf Lügen. Unsere Lehre wurde erschaffen durch Verrat und Hochmut. Es war dem todesverachteten Einsatz des Heeren zu meiner Linken zu verdanken, dass wir heute im Besitz der Wahrheit sind. Und doch gibt es Grundlegendes, das unverändert Bestand hat, wie unser Vertrauen in Halone, das uns bereits Zuversicht gab, bevor unsere Vorfahren Körters besiedelten. Darüber hinaus haben wir Lehren, die sich im Laufe unserer langen Geschichte entwickelt haben und uns Halt im täglichen Leben geben. Es ist möglich, die Fehler der orthodoxen Kirche Ischgards aufzuarbeiten und sich gleichzeitig auf ihr ursprüngliches Wesen zu besinnen. Sich auf das ursprüngliche besinnen. Auch mir erscheint eine erneute Prüfung der heiligen Schriften und Geschichtswerke angebracht. Neuinterpretationen unter verschiedenen Sichtweisen werden nötig sein, um alle Verfehlungen der alten Darstellung für die Nachwelt zu korrigieren. Auf euer profundes Wissen um den Inhalt der Lehre der Kirche werden wir für diese Aufgabe nicht verzichten können. Sämtliche Literatur durchzusehen wird eine Herausforderung, für deren Bewältigung viele helfende Hände vonnöten sein werden. Momentan gibt es jedoch unter den Geistlichen und den Inquisitoren viele, die ihre eigentliche Arbeit nicht mehr nachgehen können. Sicher werden auch sie sich mit Freuden dieser Aufgabe annehmen wollen. Einst hatte ich keine Antwort auf die Worte meines Vaters, doch wie es scheint, trugen die Bürger dieser Stadt die Antwort schon längst in sich. Und hi Pumpi, guten Abend, ich hoffe dir geht's gut. Ich denke, das Konzil darf durchaus als Erfolg gewertet werden. In der Tat, auch wenn noch Fragen offen bleiben, so war die Versammlung durchaus ein großer Schritt nach vorne. Dank eurer Worte haben die verschiedenen Seiten zueinander gefunden und arbeiten nun Hand in Hand. Ich weiß gar nicht, wie ich euch danken soll. Der Dank gebührt allein Potato. Schon seine bloße Anwesenheit hat ausgereicht, um die Ischgarder daran zu erinnern, dass er allen Widrigkeiten zum Trotz stets beherzt seinen Weg fortgesetzt hat.
Sehr richtig. Ich werde nie den Anblick vergessen, wie ihr auf dem Rücken eines Drachen im Triumph nach Ishgard zurückkehrtet. Ihr hattet das Unmögliche möglich werden lassen. In Vertrauen auf Halone, mutig voranschreiten, das ist das Gebot der Stunde. Gestalten wir einen Glauben, der uns in die Zukunft führt. Diejenigen, deren Kummer zu groß ist, um hoffnungsfroh in die Zukunft zu schauen, werden wir mit Gebet und Tat begleiten, auf dass es ihren Schmerz lindere und zum Glück verhelfe. Dies ist die vornehmste Aufgabe des Glaubens, der Dienst am Seelenheil. Ich werde nun zur Kathedrale zurückkehren, es gibt viel zu tun. Oh, fast hätte ich es vergessen. Großmeister Emmerich, wir haben gefunden, wonach ihr gefragt hattet. Allerdings sind einige Reparaturen vonnöten. Ich bitte daher noch um etwas Geduld. Ich hatte Diakon Clem mit der Suche nach einem gewissen Gegenstand beauftragt. Dieser sollte uns bei der Bezwingung Fafniers gute Dienste leisten können. Sobald die Reparatur abgeschlossen ist, schreiten wir zur Tat. Richtig, jetzt da die Kirche einen guten Weg in Richtung Erneuerung eingeschlagen hat, sollte auch die Gefahr der Verwandlung weitgehend gebannt sein. Es wird Zeit für die finale Schlacht. Befreien wir Vandro aus dem Bann der alten Lehre. Schone bis dahin deine Kräfte, Potato. Dieser Kampf wird uns alles abverlangen. Arturel schaut dem letzten Kampf entgegen. Der dritte letzte Kampf von heute. Es gibt gute Nachrichten, Potato. Nachdem sich in der Stadt herumgesprochen hat, was im Konzil beschlossen wurde, kam es zu keinen weiteren Verwandlungen im Bestien mehr. Nun, da die Sicherheit in der Stadt wieder hergestellt wurde, können wir unser letztes Ziel angehen, die Bezwingung der Blasphemität. Du bist ja auch schon hier, Potato. Das trifft sich gut. Diakon Clem hat sich gemeldet. Unsere Waffe gegen die Blasphemität ist nun einsatzbereit. Wir sollten keine Zeit verlieren und unsere Strategie gegen Fafnir besprechen. Als wir die Blasphemität im zentralen Hochland von Curtis entdeckten, hatte sie sich verborgen gehalten, so als wollte sie das Luftschiff des Papstes bewachen. Wahrscheinlich werden es diverse Erinnerungsfetzen sein, welche sie dazu gebracht haben, mit dem Papst in Verbindung stehende Dinge zu bewachen. Aus dem gleichen Grunde kreist Fafnir auch so häufig über der Stadt. Er schaut nach der Erzbasilika. Wenn er das nächste Mal kommt, werden wir das ausnutzen und unsere Geheimwaffe dazu verwenden, Fafnir in den obersten Bereich der Erzbasilika zu locken. Und bei dieser Geheimwaffe handelt es sich um etwas genau. Um was genau? Um Halones Gnade, jenem Zepter, das nur der Papst in den Händen halten darf. Ich hatte vermutet, dass Prälat Vatenois es während einer Reise nach Azesla bergen ließ. Daher hatte ich Diakon Clem beauftragt, in den Gemächern des Prälaten danach zu suchen. Tatsächlich wurde er fündig. Ich würde das Zepter in meinen Händen halten und so zum Lockvogel für Fafnir werden. Kommt nicht in Frage, das ist viel zu gefährlich. Angesichts der großen Veränderung, welche die Kirche gerade durchläuft, ist es so unvorhersehbar, wie die Blasphemität reagieren wird. Nicht auszudenken, sollten wehrlose Bürger attackiert werden. Wenn die Azor gerade der Schild des Papstes war, dann sind die Tempelritter der Schild aller Gläubigen der Ishgarder orthodoxen Kirche. Es versteht sich von selbst, dass ich als ihr Großmeister Verantwortung an vorderster Front übernehme. Sämtliche Ritter der Azogarde sind in Azesla zusammen mit dem Papst gefallen. Vondro, der ihre Erinnerung in sich trägt, ist sozusagen der letzte von ihnen. Setzen wir seinem... Nein. Ihrem Kummer ein Ende. Kommt zur Erzbasilika, sobald ihr eure Kampfvorbereitung abgeschossen habt. Bringen wir es zu Ende. Da, 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 da. Auf geht es. Nochmal ein Part, der vermutlich eine Stunde 45 Minuten geht oder so. Aber so ist es halt nun mal. Rollenquests sind einfach nochmal 10 Stunden Spielzeit. Ja gut, man muss ja nicht alle machen, aber ich bin halt einfach so. Wenn ich jetzt schon hier bin, dann mache ich sie auch alle.
Ich habe mich ja darauf vorbereitet. Ich habe ja viel daran gearbeitet. Ich habe so viele Klassen hochgelevelt, damit ich sie alle machen kann. Wäre auch ein bisschen blöd, wenn ich es jetzt nicht tun würde, ne? Wenn ich jetzt sagen würde, ach ja, nee, passt schon. Ich habe zwar die ganzen Klassen hart gelevelt. Meine Gilde weiß das teilweise sogar. Ich bin Palast der Toten gegangen, hat da stundenlang gegrindet. Ich habe wirklich 30, 40, 50, 60 Stunden gegrindet, um die ganzen Klassen hochzuleveln. Jetzt sitze ich hier so, na, nee, doch nicht. Das ist mir egal, der Aufwand, den ich gemacht habe. Machen wir denn doch nicht alle Rollenquests, bevor wir das Spiel durch haben. Es ist Zeit für den Kampf gegen Fafnir. Bist du bereit? Ich meine, man kann es auch danach machen, aber dann passt das storymäßig nicht mehr, glaube ich. Das Einzige, was ich weiß zu den Rollenquests, ist, dass Yoshi-P selber gesagt hat, dass die Leute die spielen sollten, bevor sie Endwalker beenden. Das Biest, der Moment der Entscheidung naht. Sie sind ja Teil der Story, offensichtlich. Die Befreiung Eosias ist ja natürlich ein Teil der Story. Also... Das ist wie mit den Rollenquests in Shadowbringers, die sind auch Teil der Story. Die Lichtbringer alle zu töten? Lichtbringer, die Sündenvertilger, so rum war's. Gehen wir es an. Das waren die Lichtbringer, ne? Das waren ja die Großen. Die fünf. Ich bin hier. Entsalbter Fafnir, Blasphemität. Eure Hoheit. Du... Du bist nicht seine Hoheit. Vondro Roshemand, letzter Retter der Asurgarde. Für die Zukunft Ishgards musst du sterben. Da, 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 da. Es war so, ich muss immer die 1 und dann die 2. So war das. Jetzt weiß ich wieder, wie der Red Mage funktioniert. Seht euch vor! Geht fort aus Ishgard! Hochmut kommt vor dem Fall! Okay. Bei meiner Ehre!
unerschütterlichem Willen. Seht euch vor! Ich werde keinen Schritt weichen! Oh. Das war nicht so gut. Das war nicht so gut von mir. Das ist wieder. Oh, ich glaube, natürlich direkt falsch. Oh mein Gott. Ich war nicht schnell genug. Kotzt mich gerade echt an. Ich hätte einfach stehen bleiben sollen. Ich wäre nicht gestorben. Schloss!
Seht euch vor! Fort aus Ischgard! Hochmut kommt vor dem Fall! Bei meiner Ehre! Mit unerschütterlichem Willen. Seht euch vor! Ich werde keinen Schritt weichen! Soll ja keiner sagen, dass ich nicht dazugelernt habe, ne?
Vorgeschichte, Wille eines Ritters! Doch. Es ist vollbracht. Ich werde dafür Sorge tragen, dass die Erinnerungen an Vendrö, letzter Ritter der Asurgarde, sowie an die 12 ihm innewohnenden Ritter der Nachwelt erhalten bleiben. Es war falsch von ihnen erwiesen, die Wahrheit wissentlich zu verschleiern und den Papst bei seinen Machenschaften zu unterstützen. Doch wurde uns eines erneut deutlich vor Augen geführt, dass hinter der entarteten Gestalt des Primae sich die Seelen von 12 Bürgern Ishgards verbargen. Ich, der ich meine Ideale durchzusetzen vermochte, trage eine Verantwortung der Zukunft gegenüber, die Gefühle, Wünsche und Erinnerungen von allen, die in diesem Land leben, in mir zu bewahren. Hätte ich mich irgendwo auch nur einmal anders entschieden, oder wärest du, Potato, nicht siegreich über König Tordan geblieben? Dann könnte es gut sein, dass ich es gewesen wäre, der sich auch zur Verzweiflung über eine unerfüllbare Zukunft zur Blasphemität gewandelt hätte. Dass du, Großmeister Emmerich, der Verzweiflung erliegst, ist undenkbar. Du bist ein Leuchtfeuer der Hoffnung. Danke, du bist wahrlich ein treuer Freund, teurer Freund. Auch treu. Und entschuldigt bitte mein sentimentales Gerede. Vergesst, was ich gesagt habe. Also gut, kehren wir zum Strategieraum zurück, überbringen wir den Leuten die gute Nachricht vom Sieg über die Blasphemität. Drei Gebiete gerettet, bleiben noch zwei. Das ist so krass, ich hätte nie damit gerechnet, dass wirklich die Rollenquests den ganzen Tag füllen würden. Ihr seht sie am Titel. Ich war ja optimistisch, ich habe gesagt, wir machen noch Kapitel 4, fangen wir heute an. Es sieht derzeit nicht so aus, wenn man auf die Uhrzeit guckt. Wir haben schon 8. Ihr möchtet zum Strategieraum, ja. Da war ich ein bisschen zu optimistisch, glaube ich. Potato, für deinen bewundernswerten Einsatz bei der Bezwingung der Plasphemität möchte ich dir meinen aufrichtigsten Dank aussprechen. Dieser Vorfall hat mich gelehrt, dass die gesellschaftlichen Schranken zwischen Adligen und Bürgerlichen und die zwischen Geistlichen und Rittern zwar gefallen sein mögen, doch im Herzen hegt dann jeder ganz unterschiedliche Gefühle. Ich gebe zu, auch mir fällt es schwer, von alten Gewohnheiten zu lassen. Allzu leicht begeht man den Fehler, seinen Gegenüber in eine vorgefertigte Schublade zu stecken und danach zu bewerten. Ich schwöre daher beim Schild des Hauses Forton, nicht eher zu ruhen, bis niemand, der in Ishgard geboren wird, unter gesellschaftlichen Unterschieden zu leiden hat. Ich glaube, auch Diakon Clem möchte noch ein paar Worte an dich richten.
Hochverehrter Herr Pett, zunächst möchte ich meine Erleichterung darüber Ausdruck verleihen, euch hier wohlbehalten zum erfolgreichen Kampf beglückwünschen zu können. Großmeister Emmerich hat mich über die Identität des Mannes, der zur Blasphemität geworden, aufgeklärt. Im Namen aller Gläubigen der Ischgarder orthodoxen Kirche möchte ich euch meinen Dank dafür aussprechen, dass ihr die Gefahr gebannt habt, die den Verfehlungen der Kirche entsprungen ist. Wir werden die Ritter der Asurgarde, Prälat Vatenoir und alle, die einer Verwandlung in einer Bestie zum Opfer fielen, unsere Gebete einschließen und ihr Andenken bewahren. Selbstverständlich werden wir ebenfalls dafür beten, dass Halona euch auf all euren Wegen stets beschützen möge. Aber ich möchte nicht länger eure kostbare Zeit beanspruchen. Großmeister Emmerich möchte gewiss auch noch ein paar Worte an euch richten. Also bis auf, dass es Emmerich war und ich Emmerich sehr gerne habe, war die bisher die Schwächste von den Rollenquests. Potato, Graf Arterell, es ist vor allem eurem Einsatz zu verdanken, dass die Blasphemität bezwungen werden konnte. Es war wie immer ein überwältigendes Erlebnis, dich im Kampf beobachten zu dürfen, Potato. Nun, da die Blasphemität besiegt ist und das ökumenische Konzil einen hoffnungsfrohen Ausblick auf die Zukunft eröffnet hat, kann ein weiteres Auftreten von Verwandlung im Bestien weitgehend ausgeschlossen werden. Das denke ich auch. Für mich als Diener Halones geht der Kampf jedoch weiter. Ein Kampf ohne Waffen mit dem Ziel, die Herzen der Ischgarder vor Verzweiflung und Gram zu bewahren. Seid versichert, dass ich euch bei diesem Kampf stets zur Seite stehen werde. Als Großmeister der Tempelritter, als Vorsitzender des Oberhauses, vor allem aber als eben solcher Diener Halones. Ischgard wird niemals fallen. Potato, es kommt dir sicher schon zu den Ohren raus, aber danke, danke, dass du erneut unsere Nation gerettet hast. Nicht nur unzählige Leben, sondern auch unser Seelenheil hast du gerettet. Damit wir als Gesellschaft voranschreiten können, reicht es nicht aus, nur rein verstandesgemäß die Notwendigkeit dazu erfasst zu haben. Ein jeder muss von Herzen überzeugt sein, doch sieht es in jedem Herzen anders aus. Ein jedes hat seine eigenen Sorgen, seine eigenen Vorstellungen und Wünsche für die Zukunft. Daher ist es unsere Pflicht, einen Weg zu finden, den wir gemeinsam beschreiten können. Das sind wir dir, der uns die Möglichkeit dazu geschenkt hat, schuldig. Hiermit schwöre ich, alles daran zu setzen, dieses Ziel in Ischgard Wirklichkeit werden zu lassen. Potato, gestatte mir noch eine letzte Bitte. Könntest du unserer Militärattaché in Razatan berichten, was sich hier zugetragen hat? Zwar werden wir später einen Bericht dorthin entsenden, doch es direkt aus deinem Mund zu erfahren, wird unsere Verbündeten einen sehr viel stärkeren Eindruck von den Geschehnissen geben. Ein Hoch auf unsere Helden, unseren Helden, möge das Segen Halones dich stets begleiten. Da, 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 da. Ach ja. Eine Stunde 50 Minuten. Gut, wir haben einmal gefällt den Kampf, aber naja. Das macht jetzt nicht den Kohl fett. Eine Stunde 50 Minuten, da wären es halt sonst eine Stunde 40 Minuten gewesen. Oder 45. Alter Schwede. Wie lang diese Rollenquests bitte sind. Ich meine, es ist cool, weil vorher hat man immer Jobquests gehabt. Die waren noch länger, weil man quasi theoretisch von Level 0 bis 70 geht das, ne? Die Rollenquests. Das ist deutlich länger als das hier. Und das pro Rolle dann. Da ist schon eine andere Hausnummer. Also pro Rolle, die mit der man anfangen kann. Ne? Also pro Job meine ich, nicht Rolle. Gibt ja nicht so viele zum Glück. So. Ihr seht, es wird weniger, ne? Ich freue mich, euch wohlbehalten wiederzusehen. Sagt, wie ist es euch mit jener Blasphemität ergangen? Das Biest ist nicht mehr nur erlegt, sondern auch die Kirche beschreitet nun festen Schritten den Weg des der Reform. Ihr seht mich sprachlos vor Begeisterung. Ich möchte bei dieser Gelegenheit gestehen, dass ich ein glühender Verehrer all eurer Heldentaten bin. Nur zu gerne würde ich mehr über eure Abenteuer und aus eurem Munde erfahren. Doch ihr solltet mich besser sputen, auch unsere Verbündeten die frohe Kunde zu überbringen. Natürlich nicht ohne euch vorher, noch aus tiefstem Herzen für alles zu danken, was ihr für uns getan habt. Bitte sehr. Immer gerne. Da sind wir dabei. Okay.
dann fangen wir mal an, wa? Ene, mene, mu und dran bist du. Der Bade ist als nächstes dran. Okay, dann wechseln wir schon mal zum Baden. Das heißt, Doma ist als nächstes dran. Das heißt, Alamigo werden wir uns als letztes aufheben. Darauf freue ich mich noch wirklich sehr. Also auf Alamigo freue ich mich, weil Lise und vielleicht Rauban? Das ist ja mit Uldings hier zusammen, ne? Mit Ulda. Also, Gut, meine lieben Leute, wir sehen uns wieder im nächsten Part. Bis dann, haltet die Ohren steif, macht immer das Beste aus eurem Leben. Euer Potato Pet verabschiedet sich. Bis dann. Tschüss!